willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke, eine neue Folge Raid am Mittwoch. Am Donnerstag, denn gestern waren ja schon wieder News, vorgestern waren News, ich muss schon wieder alles nach hinten verschieben. Letzte Woche gab es keine Raid am Mittwoch Folge, da ich gefühlt nur 20 Bilder bekommen habe, habe ich gesagt, dafür lohnt sich keine Raid am Mittwoch Folge. Es gab letzte Woche auch wieder viel zu tun, habe ich die anderen Sachen einfach dann hochgeladen, habe einmal ausgesetzt und habe heute wieder gefühlt 100 Bilder und eigentlich möchte ich euch immer die Top 100 zeigen für euch, damit ihr wisst, was die Highlights der Woche sind, was der Schocker der Woche ist. Wir wollen auch nicht weiter rumlabern, sondern direkt jetzt anfangen mit dem ersten Bild. Jetzt Raider Mittwoch am Donnerstag mit den Highlights der Woche. Angefangen hat die Woche hier beim Chefe24. Der hat mir das Event-Ticket, das Community-Day-Ticket für den Zapladin Community-Day geschenkt. Danke dafür. Grüße gehen raus an Chefe24. Aluhut zeigt uns, der hat Sweeps getauscht. Direkt ein Lucky 100er bekommen. Das ist auch cool. Kohlemann hier mit einem 100%igen Fleckmon aus Neuruppin. Danke sagt Genaya für das Shiny Arctos Alexander Ahringer. Endlich! Steht ja gar nicht da. Meine Community Day Ausbeute schillern von Zapladin in Pokémon Go. 3 Stück, Familie, komplett. So muss sein. Reicht vollkommen, weil gerade die C-Day Shinies hat gefühlt ja sowieso jeder. Maggie hier mit dem 100%igen Zapladin. Amarino 100 auch noch am Start. Silvio zeigt uns eingesehen, eingefangen und Shiny. Das ist cool, nimmt man mit. Manche haben 50 Raids gemacht, bis sie Shiny gekriegt haben. Hier im ersten Raid, Pokédex-Eintrag direkt Shiny. Shiny Mosquito auch mitgenommen mit Ultrapforten Hintergrund. Ich habe leider alle Moskitos verschickt, die ich hatte in Gera, aus Versehen. Auch alle Necrozma vom ersten Tag, aus Versehen. Das war richtig genial, da sind viele Hintergründe flöten gegangen, aber am zweiten Tag konnte man sich ja noch das ein oder andere Pokémon holen. Zapplerang hier auch beim Silvio noch, groß, grün und sieht irgendwie pervers aus. Also gehen wir zum Duodino, der aus dem Glückstausch heraus auch 100% wurde. Das ist cool, Ramses B-Day. So sah ich also ungefähr aus am Sonntag, als ich frühs wach wurde, in Shiny. Dann aber Zapdos Annika, Knogger 100 mitgenommen, Schneebedeck 100 mitgenommen, Hohenmölsen mitgenommen, Smogon 100 mitgenommen, Zwiebs auch in 100%. Und guckt euch das an. Lucky ist ja immer cool, aber ich finde, ohne diesen hässlichen Lucky-Hintergrund wirkt ein 100er einfach viel schöner. Bei Legendären vielleicht okay, aber wenn das so klein ist, sieht das einfach ohne besser aus. Heiko, auch hier, aus der Quest schicke 2 Geschenke an Freunde. Der Clou daran ist, dass mein allererstes Zwiebs ist, also das erste Zwiebs, was er gekriegt hat, ist direkt ein 100er. Cumulus, 1310 hier, Dicta, Shiny, Zickzacks, Shiny, Mauzi, Shiny, Vadribje, Shiny, männlich, Mauzi, 100%, bei Lennart, also Lenzart. Lenzart auch mit dem Shiny-Klick, auch Shiny Mauzi mitgenommen. Wie viele Nicht-Schüchterne bekommt Baum lieber? Mauzi, Zickzacks, Vadribje, Onyx, aber Onyx ist ja eh geboostet, dann Felino, Zickzacks, Pummeluff, Zickzacks, es sind nur ein paar wenige niemals schüchterne Pokémon. 34 Shinies, Shiny, nochmal in Klammern gesetzt, Lenzhardt, am Zapladin-Tag, tauschen, tauschen, schreibt er hier auch 100% Glücks, Mauzi mitgenommen, tauschen, tauschen, nochmal Flecknoil, eins der hässlichsten Pokémon, die ich kenne, Ramses Schilling zeigt dann hier, Ultra Bestien, 4 Sterne und Shiny, ja was hat er denn? Shiny Anego, Schlinking Anego, Katagami, Chabel Voltriant, Mosquito, Kagoron, Necrozma und ein 100%iges Necrozma. Da hat er gut gesammelt. Sind die alle vom Go-Fest und der Go-Fest-Zeit? Dann ist das natürlich cool. Auch gerade Kagoron ist ja schwer ranzukommen. Mosquito, Voltrian, die sind auf jeden Fall dope. Ramses Schilling, nochmal erster Lecce Raid Solo gegen Chabel. Ist natürlich auch eine Krücke. Geht auf jeden Fall gut zu machen. Richtig Glück beim vorletzten Raid. Erst das Shiny Necrozma mitgenommen. Schon über 3000 Fusionsenergie, aber es hat ewig gedauert bei ihm. Laura, 100%, Glibunge, 100er, Vulpix, nach der Wochen, aus der Wochenbelohnung, 100er, Lavita, dann nochmal Zapladin und Klick am C-Day mitgenommen, Shiny. Das wäre die Raider Mittwoch-Folge gewesen von letzter Woche. Deswegen hier der Grasbüschel. Das ist der Bonus von dieser Woche dann. Heiko,
Krimanzu Knabon, also 200er Knabon gehabt. Die Dinger sind ja auch relativ selten in 100% das entwickeln. Ich finde natürlich das Blaue viel cooler und eleganter, erinnert mich immer an Mega Man. Muss er unbedingt zum Blauen machen und dann hat er einfach bei den 100%, das ist was wert. Dann war ich Glücksfreund mit Patsch. Ich habe ihm ein Gyokre gegeben aus Meiningen und guckt es euch an. Es ist ein 100%iges Glücks-Gyokre geworden bei ihm. Glückwunsch an Patsch, das will er jetzt auch zum Proto machen, das finde ich cool. Dann habe ich vom NetGhost ja das Mega Lucario Raid Day Ticket bekommen, wo wir 20 Raid-Pässe hatten, das war auch brutal, kennt man gar nicht. Aluhut dann, Glücksfreund geworden, Aluhut hier, 4 Sterne, Tatiri, Togedemaru, Shinies, Panzer Aeron, Tarnel Onyx, Slimer, Knogger, Schalellos, Zickzacks. Nochmal 4 Sterne, Menki, Fostelka, Nasgnet, kriegt ja auch nochmal eine Mega-Entwicklung oder so. 2x Tarnel, das ist fett. 2x Lucario, das ist fetter. Und nochmal der Tiri hier, ab ins Tierheim. Der hat, warte mal, das war gar nicht mehr Aluhut, das war schon ab ins Tierheim. Aluhut hat der Tiri und Togedemaru, ab ins Tierheim hat das alles in 100er plus den Sack voll Shinies, auch 2 Togedemaru dabei, 5 Lucario hier dabei, dann sehe ich da noch Bronzel, Panzer, Aeron, Tansa, Tansa, Sandan, Sandan, Menki, Nebulak und Sandra, alle dabei, Kaiser Kai, Raytag, Shiny Ausbeute, 42 Raids, 5 Shinies, bei mir 20 Raids, 2 Shinies, ist also ungefähr das gleiche. Hatte zwar schon eins, aber egal, nimmt man immer gerne mit, nochmal 100% Lucario beim Kaiser Kai Account. Dann haben wir hier noch Shiny Click, Shiny Togedemaru, Shiny Tansa, dann ein, der persönliche Schocker der Woche, 100% Glücks Shiny Groudon, also ein Schlandow Shiny Lucky 100, das ist cool, sein Schocker der Woche, aber nicht mein Schocker der Woche, denn da geht noch was. Roselinchen, das 7. 100%ige Purmel mitgenommen. Das ist auch fett. Ich sammle gerade gar keine mehr. Der Main hat das immer gemacht. Der Habanero macht sowas nicht. Makabaya, Horazon in 100%. Shiny Mauzi, Zapladin, Sneebel und Click. Dann haben wir hier Shiny Mauzi, Obai, Mauzi und Vulpix. Blood and Tears. Shiny Blutzug, Praktibalk, Rosana, Enton, Banzer, Aeron, Kastatur, Nasgnet, Dottonator, Mogelbaum, Tuska in Krypto, Marollo in Krypto, Shiny Lucario Shiny, Pam Pam Shiny, Silvaro Shiny, Grillmark, Togedemaru, Boreos und dann 100%ige, wow, Ganovil, mega genial, Zwiebs, richtig stark. Also krass, also selten, also neu. Molung. Das sind ja alle Sachen, die auch so aus Eiern rauskommen, genau wie so das Pam-Pam. Also das ist was, das ist eigentlich was wert, ja. Quacks, 100, Boreos, 100, Magnetilo, 100. Ausbeute von dieser und letzter Woche, hab das Format durch den B-Day total vergessen, aber jetzt hat sie ja wieder nachgeliefert. So. Madu, Togedemaru, Shiny, Onyx. 100%, dann Shiny Sichlor, Lucario, Lucario Tarnel und nochmal ein 100%iges Raichu. Alola hier 100% Shiny Lucario. Und das Shiny war geboostet. Wer genügend macht, kriegt bestimmt einen 100er. Wenn mit Glück sogar 100er Shiny. Das ist mega cool. Die meisten rennen jetzt mit 100%igen Shiny Lucarios rum. Sehe ich so oft. Kann für mich trotzdem nicht Schocker der Woche sein, aber für ihn freut mich das natürlich. Dann Aluhut nochmal, bei mir ist etwas eskaliert die Woche. Jetzt haben wir zum Datiri und Togedemaru noch Onyx-Click und nochmal Togedemaru bekommen. Bei den Shinies sehe ich hier, Knogger finde ich gut, die Lucarios sind am Start, da ist noch ein Flunschlick dabei, da ist ein Krypto, Machrollo dabei, Flabebe ist auch dabei, Stolunio auch schon länger nicht mehr gesehen. Geburtstagsscheine auf Sayuri 277, also Tixakura auch, Shiny 100%, deswegen, es kann kein Schocker sein, wenn mehrere Leute das hier drin haben. Geburtstagsei auf Tixakura, Shiny Ignivor, alles Gute nachträglich, Glückwunsch zum Ignivor, es ist ein Junge gewesen, es ist ein Mädchen. Was ist denn das? Wenn es unten ist, ist es ein Mädchen. Wenn der Bimmel oben hängt, ist es ein Junge. Okay, gut. Jenna, Flunschlick bei Meri.
Nochmal Meri, noch ein Flunschlick, jetzt zieht sich's aber zusammen. Dann haben wir hier Lucario, danke für den Stream. Hat sie wohl da auch dazwischen bekommen. Nochmal Lucario bei Meri hier mitgenommen. Tanza mitgenommen. Ferkuli mitgenommen. Somit sind beide Formen in Shiny da von Fragrunz. NetGhost, die ersten beiden Raids, wo du gemacht hast, gleich beide Shiny. Ich freue mich auch immer auf die Raid Days, weil da man viel interagiert mit anderen Leuten, gerade beim Raiden. 11.04, 11.10 Uhr, direkt Shiny Lucario back-to-back mitgenommen beim NetGhost. Was das Go Plus Plus, alles so nebenbei fängt, immer noch NetGhost, Slimer, Fleckmon 100%, Alexander Ahringers Shiny Ausbeute vom Mega Lucario Raid Day, 3 Stück, 15.28, scheint ganz gut zu sein. Kohlemann, Stolunior 100 auf Greta, Lucario 100 aus Meiningen, der hat ja auch gefühlt bei jedem Raid sich einladen lassen, bei Lucario, 100er mitgenommen, wurde belohnt. Sören hat sich ein 100er Schilderus dann erlöst, wie er hier schreibt, weil er es noch nicht hatte. Cumulus nochmal, Gladiandri, Shiny aus einem Raid, guckt euch das an. Seht ihr den Ball? Das ist aus einem Raid, Shiny, Cumulus auch 100%, Lucario, Sandan, Shiny mitgenommen, Evoli, Shiny mitgenommen, Tanza, Shiny mitgenommen, Flunschlick, Shiny, Bronze, Shiny, Tanza, Shiny, Bronze, Shiny, aber bei Lenzhardt wieder, Lenzhardt noch mit Magnetilo, Glumanda aus der Vorschunfen, aus der Forschung, paar Shinies, Lucario, 1855, 1888, 1883, 100% Lucario, Hundo, Hando, schreibt er hier, richtig genial, 1930 und ein Schund, weil das ist nix, das ist ein Schund halt, Schand, Schund, fehlt ein O, wolltest du uns da was sagen, mach mal's weg, ach nee, es war's schon. Das war der zweite Teil und das ist beide Wochen zusammengefasst, theoretisch eine Folge, ihr seht. Das war's? Ach nee, das war's, warte mal, da fehlt ja noch der Schocker der Woche. Das waren die Highlights der Woche, jetzt noch der Schocker der Woche. Und der Schocker der Woche kommt diesmal von, haltet euch fest, nicht von Adi Schatz mit dem schwarzen Gummimund, sondern von 123Kid für Raid am Mittwoch, meine beiden Neuen. Mal wie das aussieht, gell? Das ist erstmal, das muss man erstmal wirken lassen. Man denkt, naja, 100%, aha. Ach so, 100% Lucky, ah, alles klar. Ach so, 100% Lucky, Shiny, okay. Boah, und Groudon vor allem, was richtig fett und cool ist, mein Lieblingslegendäres, und Regiram, der auch richtig stark ist und richtig edel aussieht und beide auch auf Level 50 gezogen, also das ist cool, das können wir auch nochmal groß zeigen hier. Perfecto Schlaggi 50, Schlando, hier steht ja auch Perfecto 50, Schlando und Project. Was ist Schlaggi? Schlaggi, Shiny Lucky, Schlaggi, okay. Der ist auf jeden Fall fett mit 4600, der ist bisschen magerer mit 4500, aber das ist cool, die zwei fetten Brocken in der Sammlung zu haben. Das ist der Schocker der Woche, das war's von meiner Seite aus. Mal gucken, ob das wirklich hier am Donnerstag kommt. Am Mittwoch nehme ich es auf. Peace out, Vorhaut, euer Ramses.